zerstreuen. Wie du meinst. Was ist los mit dir? Philistos, hol mir mal Phintias. Setz dich da, treuer Freund. Mein Freund bin ich nicht. Das weiß ich wohl. Doch warum? Ich habe nur getan, was dein Freund mir vorschlug. Vergiss das nicht, Freund. Dann wärst du mir wohlgesonnen, so säßen wir beide nicht hier. Das mag sein. Nun sage mir mal, fürchtest du den Tod, der dich bald ereilen wird? Ich muss ihn nicht fürchten. Weil er nicht kommen wird, wenigstens nicht so bald gedenkst. Nicht, wenn du dein Wort hast. Das werde ich. Tyrannen sind nicht bekannt dafür, dass sie Wort halten. Mein Vater war einzig per Tag mit den freien Städten und griff sie unrechtmäßig an. Er war gezwungen. Die Aufgabe eines Herrschers ist es, für Sicherheit und für Frieden zu sorgen. Dieses tat mein Vater und ich folge ihm damit. Ah, Sicherheit, Frieden? Aus deinem Munde klingen diese Worte wie Spott und Hohn. Machtgier und Unterdrückung würden dann die leer ziehen. Denn niemand ist frei, niemand ist sicher. Deshalb wollte Damon nicht... Genug jetzt! Wer reicht nicht hier, so würden die Karthager das Reich überrollen! Oder genau dieses werden sie tun. Wegen dir, König. Und nicht nur sie. Auch Dion aus dem Norden wird kommen. Er hat es auf seinen Thron abgesehen. Sieh es an. Kein Gleichgesinnter ist auf deiner Seite. Deine Zeit ist gekommen. Du stehst allein und fällst allein. Und du mit mir. Damon wird nicht kommen. Er wird. Weg mit ihm. Weg mit einem Tod. Thank you.
König. Welche Neuigkeit hast du für mich? Damon ist auf dem Weg hierher, in die Frist eingehalten. Er hielt zu ihm nachher. Tatsächlich. Ist ja nichts Neues mehr. Philistos, nimm dir einige Männer, Gesetzeslose, Soldaten, ist mir gleich. Überfallt ihn. Haltet ihn auf, er soll Zeit verlieren. Tötet ihn noch nicht. Du weißt, wie man solcherlei Dinge am besten erledigt. Ich weiß schon, wen ich fragen werde. Du willst nichts mehr von ihm hören.